Das gibt's doch gar nicht. Mama. Mama. Ist das denn möglich? Möglich. Dass ich den Nippelsprung nicht schaffe. Schaffe. Weil ich so weit weg. Liebes Peterlein. Was geht ab? Ich hab einen schönen Reim. Das war er schon. Leute, nein. Strafe mich nicht mit Hohn. Könnte ich gestern in Reim reden, die letzten 12 Minuten, und hältst davon? Du könntest uns mal die Chinesenstimme geben. Ja, vermutlich mein eigenes Video gucken, ich kann ihn nicht einfach so. Ich verstehe gar nicht, warum du das nicht kannst. Sie war so schön, diese wunderschöne Chinesenstimme. Du sollst die ganze Zeit mit diesem Akzent reden, Hardy. Wer muss, wenn wir da sind, wo du meinst, wo wir sind? Ja, genau das. Oh, da werden die wahrscheinlich die ganze Zeit mit dieser Scheiße reden. Meinst du, ich kann auch mit den Leuten so reden? Na klar, Mann. Quatsch, du musst einfach deinen Texas-Akzent rausholen. Weißt du, das kann nicht wahr sein, dass die komischen Weinschlucker da echt meinen, die dicksten Eier. Ach so, soll ich mit denen reden, Junge? Scheiße, Nippelsprung. Ich muss einfach sagen, dass American Way of Life einfach das bessere Stück ist, im Gegensatz zu dieser Franzosen-Kotze, die da abzählen den ganzen Tag mit ihren komischen Bärten, ja, die aussehen wie kleine persische Haare auf der Brust. Ich guck auch, dass ich so ein gestreiftes T-Shirt vorher noch kriege. Und so ein Hut, weißt du, so eine Mütze. Alter, war das nicht auch mal bei Schwiegertochter gesucht? Oder Bauer sucht Frau, wo die da war. Ja, Alter, das war so geil, ey. Wo der die Kondome dabei hatte, die ja, XXL-Gummis. Boah, scheiß doch die Wand. Bauer sucht Freier. Lass uns einen Bauernhof in ein Zentrum der Lust verwandeln. Wäre richtig geil, wenn man eine Bauernfamilie... Dann ist das aber was für Peter. Wäre doch geil, wenn es eine Bauerfamilie gibt, die Stecher heißt oder so. Und dann hast du, willkommen bei den Stechern. Und die bauen ihre Bauernhof in den Puff um. Aber Peter, ich habe gehört, du gehst auch sehr gerne in Streichelzoos und auch immer in das Straußengehege. Ja, vor allen Dingen, weil die Kinder auf jeden Fall zu Streußen lassen. Ja, dich lassen sie auf jeden Fall dahin. Ja, weil ich doppelt bezahle. Ja, du zahlst sogar dreifach. Ja, doppelt, genau, damit du dahin darfst und dreimal, damit du die auch rannehmen darfst. Nee, die Wärter gucken weg. Das die Wärter gucken weg, sagst du? Ja, die gucken weg, aber die Kameras haben sie drauf. Das verticken die dann bei RussianZooPorn.com. Oh Gott. Na klar, Mann, ich krieg 35% davon. Oh, Hammer, 35%? Das ist halt ein schlechter Deal, ey. Ja, klar, ihr habt doch Spaß dabei. Ich wollte gerade sagen, Peter hat doch Spaß dabei. Er wird quasi auch in Naturalien bezahlt. Ja, aber geil. Du hast eine richtig geile Kloake von den Straußen reinfüllen, aber. Alter, das Niveau sinkt mal wieder so hardcore-mäßig. Ja, what the fuck? Also, weißt du, einfach da Deep Throat. Ich dachte, der Deep Throat die Straußen nur. Das heißt ihr. Ach, die mich. Ach, die dich. Ach, das ja, natürlich die. Jawohl, Peter deep-throated. Oh Gott. Ja, wo ist Piddle Teat eigentlich hin? Warte. Ja. Oh Mann. Wobei, Peter braucht auch drei Straußen. Einer von den Penis und jeweils einen für den linken und rechten Hoden. Oh ja. Boah, das ist richtig geile französische Schelle heißt das, ey.